Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Was werden wir heute machen? Wir treten heute eine kleine Reise an. Nebenbei machen wir so ein bisschen Nalitalk-mäßig was. Aber hauptsächlich geht es eigentlich um die Rückkehr nach Pandoria. Ich war letztens in einem Stream in Pandoria und da habe ich einfach gemerkt, wie selten ich in dem Gebiet bin und wie schön es da eigentlich ist. Deshalb werden wir so ein bisschen Erkundungstour dort machen. Und gleichzeitig schauen wir uns nochmal das Portal an, wo wir das finden können, weil das wechselt einfach immer, ja, seinen Standort, sage ich jetzt mal. Und ich kann euch natürlich dann auch einblenden, wo ich das wann gefunden habe. Das kann man außerdem auch googeln, habe ich dann rausgefunden. Man muss es nicht selber suchen. Genau. Ich muss an der Stelle einmal sagen, es ist Spoiler, wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr in Pandoria wart. Mit der Quest, dann würde ich euch nicht empfehlen, das Video zu gucken, weil dann werdet ihr gespoilert und wisst, wie es da aussieht. Für die anderen wünsche ich ganz viel Spaß, denn das ist so ein bisschen ein Rückblick in die Story und irgendwie ist man da viel zu selten, obwohl es echt ein wunderschönes Gebiet ist. Ich würde sagen, Leute, lasst uns loslegen. Das heutige Portal ist bei der Sturmfarm, also in der Erntefeldprovinz, und da werden wir jetzt gleich mal hinfahren und schauen, ob wir das finden. Ich habe zwar nicht den genauen Spot, aber irgendwo da muss das auf jeden Fall sein. Dann mal ab zur Sturmfarm. Und jetzt würde ich sagen, lasse die Suche beginnen. Es muss irgendwo hier sein. Ich habe so eine Erinnerung, dass es da hinten war, bei den anderen Gebäuden der Sturmfarm. Aber vielleicht täusche ich mich auch komplett. Wir probieren es jetzt erstmal dort. Also einmal so in diese Richtung gehen. Und mal schauen, ob das Portal da ist. Also in meiner Erinnerung ist es hier. Und tatsächlich ist es auch wirklich da. Da ist das Portal nach Pandoria. Wir gehen mal rein und wie gesagt, Leute, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann am besten nicht weiterschauen, weil Pandoria trifft man erst, ja, ein bisschen später in seiner Quest. So, Leute, wir sind hier im, ja, Pandoria-Eingang. Wenn ihr hier die Map seht, da, ja, sind wir halt nicht auffindbar auf der Map. Hier oben sehen wir allerdings das Pandoria-Kreischen. Ich liebe, liebe, liebe dieses, ja, Zwischengebiet, wo alles so rumfliegt. Es sieht so nice aus. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach, es gibt mir irgendeinen Vibe. Ich meine, schaut euch das an. Es sieht so crazy aus. Und ich liebe es schon, allein hier durchzureiten. Wir machen jetzt auch mal direkt ein Bild. Aber ein bisschen weiter vorne. Und dann, das nächste Portal führt uns dann tatsächlich auch schon nach Pandoria. So, einmal kurz pausieren. Und kurzes Fotoshooting. So, und das ist unser Bild. Jetzt geht's auch ab ins Portal. Wir machen mal kurz die Gruppeneinladung weg. So, Leute, oh mein Gott. Ich find's einfach so nice dort, Mann. Ich habe ganz vergessen, dass man da hin kann. Und ich glaube, einige von euch waren vielleicht auch nicht mehr so oft in dem Gebiet. Deshalb, vielleicht rege ich ja dazu, jemanden an, wieder dort reinzuschnuppern. So, Leute, wir sind in Pandoria. Es ist so, so schön hier. Oh mein Gott, ich lieb's. Vor allem diese fliegenden Rochen. Keine Ahnung, ob die einen extra Namen haben. Das weiß ich nicht. Was ich random finde, hier sind einfach Picknickplätze und auch Grillplätze. Aber jo, also kann man auf jeden Fall sich gönnen, mal in Pandoria zu picknicken. Ich weiß nur nicht, ob man andere Leute hier drin sieht. Sonst muss man halt echt alleine picknicken. Ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt einfach mal ein bisschen nach vorne, denn ich will unbedingt noch so ein bisschen erkunden. Hier hat es ja wirklich einige Wege und Abbiegungen, wo man so lang kann. Hier ist einfach eine Sackgasse, lol. Bisschen gruselig. Und ich werde euch immer wieder einen Cut reinschneiden, wenn ich irgendwas bisschen Interessantes gefunden habe, um euch das Ganze dann zu zeigen. Also, wie ihr seht, zu manchen Inseln, wie die da hinten, kommen wir gar nicht. Die Inseln fliegen auch hin und her. Sieht sehr lustig aus. Was mir mega gut gefällt, ist halt da hinten, so der Hintergrund mit den Wolken. Es sieht so nice aus. Wir kämpfen uns gerade nach oben in das nächste Gebiet. Aber hier kann man auch rein. Da könnte ich auch lang gehen. Man sieht halt sehr, sehr wenig. Okay, hier ist es wohl, hier kann man wohl doch nicht lang gehen. Okay, es ist sehr dunkel. Bisschen strange. Aber wir reiten jetzt hier weiter nach oben. Man kann super schnell, ja, seht ihr ja, runterfallen oder so. Wir probieren es nochmal. Komm, wir müssen da doch rüberkommen.
Ach, okay, wir haben es geschafft. So weiter nach oben. Es ist ein bisschen hoch auf jeden Fall. Wir sind schon ziemlich, ziemlich, ziemlich weit oben. Und ich muss euch gleich auch noch eine Entdeckung zeigen. Das glaubt ihr mir wahrscheinlich nicht. So, ich bin jetzt ziemlich weit oben und jetzt wollte ich euch eine Sache zeigen. Dazu muss ich ein bisschen zoomen. Und zwar, was sehen wir in dem Kristall da hinten? Was sehen wir? Es ist immer noch an, obwohl wir sie schon 100 Millionen Jahre lang befreit haben, sitzt sie einfach immer noch im Kristall drinne. Leider kommt man nicht da nach oben. Das wäre wirklich mega gewesen, weil da war ja auch diese Storyquest mit Draco und so. Was war meine Lieblingsstoryquest jemals? Aber keine Chance, da hochzukommen. Und natürlich auch auf die anderen Inseln kommen wir nicht, ohne dass wir jetzt irgendwas cheaten würden. Hier ist auch noch ein Grillplatz, falls jemand von euch grillen möchte. Und wir reiten jetzt auf der anderen Seite ein Stückchen nach unten. Ups. Denn da geht es natürlich auch noch weiter zu diesem mega, mega schönen Wald, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie diese Bäume alle heißen, aber es sieht so mega aus. Also, wenn man irgendwo Bilder machen möchte, dann auf jeden Fall hier, weil schaut euch das mal an. Wie geil sieht es aus? Einfach crazy, auch diese kleinen Blättchen hier. Ich finde, das Gebiet ist so cool gemacht. Dementsprechend habe ich mir echt vorgenommen, dass ich hier öfter hinkomme. Ich habe es nämlich komplett vergessen. Auch die Kristalle, oh, ich liebe es einfach. Die Farben schon alleine. Pandoria ist wirklich ein richtig, richtig nices Gebiet. Und wenn wir hier rausschauen, dann gibt es da auch wirklich sehr viel zu entdecken. Nur ist es ein bisschen schwierig, zu den einzelnen Inseln zu kommen, weil es ja keine, ja, richtige Wegbeschreibung gibt. Also es ist ein bisschen schwer, sich hier zurechtzufinden. Wir gehen jetzt mal da lang und schauen, ob wir noch irgendwie eine andere Richtung finden, in die wir gehen können. Ich habe nicht so ganz den Überblick, wo man alles lang kann. Aber von hier sehen wir zumindest an noch mal ein bisschen besser. Die ist da oben und leider, leider, leider kommt man da nicht hin. Da oben sind diese fliegenden Rochen. Oh mein Gott, die sind so süß. Das ist wirklich, glaube ich, das absolute Top von allem. Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt ist mir abgestürzt. Wir reiten jetzt mal hier runter und schauen, wo wir noch lang gehen. Okay, hier seht ihr so einen Schatten. Da sollten wir eventuell nicht hin. Das wäre gut. Hier springen wir kurz drüber. Okay, jetzt. Das hat nicht so gut funktioniert. Ah, ich sehe schon, wie der uns einfängt. Und hier sind wir bei einem weiteren Picknickplatz oder ist es ein neuer? Waren wir da jetzt gerade? Wir waren gerade da oben, glaube ich. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Es ist halt einfach die übelste Verwirrung hier. Es sieht alles so ein bisschen gleich aus, aber auch irgendwie nicht. Deshalb kann ich euch gar nicht sagen, ob wir jetzt hier alles finden oder alles anschauen können, was wir vielleicht gerne anschauen wollen. Bin jetzt mal hier runtergegangen. Ich glaube, da sind wir vorhin gestartet, aber sicher bin ich mir auch nicht. Erstmal auf die andere Seite. Hat mal wieder gut funktioniert. Also das ist auf jeden Fall noch mal so ein bisschen anderes Gebietmäßiges. Wir haben hier noch mal so einen Wald, aber diesmal mit diesen Pflanzen hier und natürlich auch den Kristallen. Sieht super nice aus. Ich wünschte, man würde auch da nach oben kommen. Nach da. Da sieht es auch verrückt aus, aber ich glaube, keine Chance, dorthin zu kommen. Hier haben wir noch einen Riesenroche, der einfach richtig langsam hier im Horizont ist. So, wir schauen jetzt noch ein bisschen weiter um. Aber ich habe das Gefühl, wir haben echt so die wichtigsten Gebiete schon abgeklappert. Vielleicht habe ich auch irgendwas komplett vergessen, dann schreibt es mir gerne. Aber man verläuft sich hier halt schon ultra, ultra, ultra schnell. Ich bin jetzt hier schon wieder irgendwo, wo ich noch nie war. Irgendwelche dunklen Gänge. Keine Ahnung, wo es da lang geht. Wir probieren jetzt einfach mal hier lang zu gehen. Und da vorne ist es sehr pilzig auf jeden Fall. Ah, ich wurde runtergeschleudert. Okay, das war nicht so gut. Wir probieren es jetzt nochmal. Okay. Wow, oh Gott. So, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Ich öffne nur gerade die ganze Zeit irgendwas, was ich nicht will. Richtiger Pro auf jeden Fall. Aber da vorne ist noch so ein bisschen das Pilzgebiet. Es geht nicht so richtig weiter, aber die Pilze sehen natürlich auch übel krass aus. Und die Frage ist, kommt man da noch weiter? Ich würde sagen, Pandoria hat eigentlich noch mal ein komplettes Video verdient, wo wir wirklich alles ausforsten. Wir sollten eigentlich eine Karte über Pandoria machen.
wo man überall hin kann, weil ich glaube, dass wir einfach nicht in jedem Eck waren. Aber wie gesagt, man verläuft sich so super schnell, man findet irgendwie gar nicht den richtigen Weg, egal was man versucht. Ich probiere jetzt mal hier hochzureiten. Manche Inseln kommen auch und verschwinden dann wieder. Also ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Sinn von Pandoria, dass man sich verläuft. Und da vorne sieht es auch noch interessant aus. Ich glaube, da ist noch mal was Eigenes. Wie kommen wir nur noch da links? Oh Gott, das war knapp. Wir probieren jetzt mal da vorne links rum zu gehen. Okay, hier geht's nicht, aber vielleicht da. Und dann aber weiter in die Richtung. Ja, schaut mal, Leute, das sieht auf jeden Fall noch mal ein bisschen neuer aus. Hier haben wir quasi so einen Wald komplett voller diesen Garnox-Dingern da. Seht ihr, den habe ich auch nicht gefunden zuerst. Es ist so random. Dieses Gebiet ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Und so verzwickt. Vielleicht ist hier hinten noch irgendwas? Aber ich glaube, da geht es dann nach unten. Oh, hier ist nur noch mal so ein Ding. Und wo geht's da lang? Es ist so verrückt. Leute, also ich habe das Gefühl, man kann sich hier einfach nur verlaufen. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir das Ganze bei einem Stream, wo wir wirklich alles hier auskundschaften. Ich hoffe, es war cool, mal wieder einen Einblick in Pandoria zu bekommen und habe vielleicht den einen oder anderen motiviert, auch mal wieder dorthin zu gehen. Ansonsten hoffe ich, ihr wurdet ein bisschen unterhalten durch das Video und vielleicht sehen wir uns ja auch das nächste Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben.